Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Das Loslassen. Manchmal müssen wir im Leben genau das loslassen, woran wir uns krampfhaft festhalten. Ich weiß, das klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Aber es ist eine Wahrheit, die tief in uns allen verankert ist. Ich habe in den letzten Wochen viel über dieses Thema nachgedacht. Und es fiel mir auf, dass es ein wiederkehrendes Muster in meinem eigenen Leben gibt. Ich habe gemerkt, dass ich mich manchmal an Dinge klammere, die mir nicht mehr gut tun, die mich sogar krank machen oder mich daran hindern, weiterzukommen. Vielleicht kennt ihr das auch. Jeder Mensch hat seine eigene Sache, an die er sich klammert. Für den einen ist es die Arbeit, die ihn nicht mehr erfüllt, für den anderen eine Beziehung, die ihm nicht gut tut. Oder vielleicht auch eine alte Gewohnheit und Überzeugung, die nicht mehr zu dem heutigen Ich passt. Ein Grund, warum uns das Loslassen so schwer fällt, ist die Angst. Angst, etwas sehr Wertvolles zu verlieren. Wir fürchten, dass wir ohne das, woran wir uns festhalten, an Selbstwert verlieren. Oft bemessen wir unseren Selbstwert an äußeren Dingen, an unserem Job, an unserem sozialen Status oder der Bewunderung anderer. Diese äußeren Dinge geben uns ein Gefühl der Sicherheit und Bestätigung. Aber was passiert, wenn wir diese Dinge loslassen? Im geistlichen Kontext finden wir viele Beispiele dafür, wie wichtig und befreiend das Loslassen sein kann. Eine der eindrucksvollsten Geschichten der Bibel ist die von Abraham und seinem Sohn. Gott befahl Abraham, seinen geliebten Sohn als Opfer darzubringen. Abraham war bereit, loszulassen, auch wenn es das Schwerste war, was er sich vorstellen konnte. In letzter Minute griff Gott dann ein und verschonte Isaak. Diese Geschichte zeigt uns, dass Gott manchmal fordert, dass wir bereit sind, das Wichtigste loszulassen, um dann zu erkennen, dass er einen besseren Plan für uns hat. Ein weiteres Beispiel ist die Geschichte von Hiob. Hiob verlor alles: seine Familie, seinen Besitz und seine Gesundheit. Doch anstatt sich an seinem Leid festzuklammern, ließ er los und vertraute auf Gott. Am Ende wurde Hiob reichlich belohnt. Und er erhielt mehr zurück, als er je verloren hatte. Hiobs Geschichte lehrt mich, dass Loslassen auch eine Form des Vertrauens in etwas Größeres sein kann. Jesus selbst sprach oft über das Loslassen. In Matthäus 16, Vers 24 sagt er: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Dieses Selbstverleugnen ist eine Form des Loslassens. Es bedeutet, unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen und uns auf Gottes Willen einzulassen. In dem Buch Schritte zu Jesus erklärt uns die Autorin, dass das Verlangen nach etwas Besserem als das, was die Welt uns bieten kann, oft ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns ruft, etwas loszulassen, das uns davon abhält, seine Gnade und den Frieden zu erfahren, den nur er geben kann. Sie schreibt: Die Dinge der Welt können unser Verlangen nicht stillen. Der Geist Gottes drängt uns, nach den Dingen zu suchen, die allein Frieden und Ruhe geben können. Dieser innere Ruf ist oft verbunden mit der Erkenntnis, dass unsere Selbstachtung und unser Selbstwert nicht auf äußeren Dingen basieren dürfen, sondern auf unsere Beziehung zu Gott und seiner unendlichen Liebe zu uns.
Auch in dem Buch Thoughts from the Mount of Blessing betont die Autorin, dass alles, was unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenkt, ein Feind der Seele ist. Sie sagt, was auch immer den Verstand von Gott ablenkt, was auch immer die Zuneigung von Christus wegzieht, ist ein Feind der Seele. Dies zeigt, dass das Festhalten an weltlichen Dingen uns davon abhalten kann, die Fülle des Lebens zu erfahren, die Gott für uns vorgesehen hat. Lasst uns jetzt hier mal einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was sind die Dinge in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenken? Vielleicht sind es materielle Besitztümer, Karriereziele oder sogar Beziehungen, die nicht im Einklang mit unserem Glauben stehen könnten? Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig prüfen und fragen, hält mich das, woran ich mich festklammere, davon ab, mein volles Potenzial in Christus zu erreichen? Ein weiteres kraftvolles Beispiel aus der Bibel ist die Geschichte von Samson. Samson war ein Mann, dem Gott unglaubliche Stärke gegeben hatte. Aber er hielt an weltlichen Vergnügungen und unguten Beziehungen fest, die ihn letztendlich zu Fall brachten. In dem Buch Patriarchen und Propheten wird beschrieben, wie Samson, obwohl er seine göttliche Mission kannte, sich mit den Feinden Israels verband und dadurch seine Berufung gefährdete. Diese Geschichte lehrt uns, dass das Festhalten an falschen Dingen unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Gottes Plan für unser Leben zu erkennen. Aber warum fällt uns das Loslassen so schwer? Ich denke, es liegt daran, dass wir Angst vor dem Unbekannten haben. Wir halten uns an dem fest, was wir kennen. Selbst wenn uns das schadet, weil die Alternative, das Unbekannte, uns Angst macht. Doch genau hier liegt die Chance für Wachstum und Veränderung. Wenn wir den Mut haben, loszulassen, öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und Wege, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Eine hilfreiche Methode kann das Gebet sein. Im Gebet können wir unsere Sorgen und Ängste vor Gott bringen und ihn um Kraft und Führung bitten. Ein einfaches Gebet wie »Herr, hilf mir loszulassen« kann bereits Wunder bewirken. Es erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind und dass es eine höhere Macht gibt, die uns unterstützt. Lasst uns auch daran denken, dass Loslassen nicht bedeutet, dass wir etwas verlieren. Vielmehr schaffen wir Raum für Neues, für Besseres. Es ist eine Befreiung und zeigt Vertrauen. Wenn wir lernen loszulassen, geben wir Gott die Möglichkeit, in unser Leben einzugreifen und uns zu führen. In Psalm 55, Vers 22 heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich erhalten. Diese Worte sollen uns ermutigen, unsere Lasten abzugeben und darauf zu vertrauen, dass wir gehalten und getragen werden. Das Loslassen zeigt Glauben und Vertrauen. Eine weitere Passage, die uns ermutigen kann, ist in Jesaja 41, Vers 10 zu finden. Dort heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner gerechten rechten Hand. Diese Zusage Gottes gibt uns die Sicherheit, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir loslassen und uns auf ihn verlassen. Ich hoffe, dieser Gedanke inspiriert euch genauso wie mich. Wenn ihr gerade in einer Situation seid, in der ihr euch ein wenig festgefahren fühlt, dann ermutige ich euch, darüber nachzudenken, was ihr vielleicht loslassen solltet, um weiterzukommen. Es wird nicht immer einfach sein, aber es ist ein Schritt in Richtung Freiheit und inneren Frieden. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Ich hoffe, es ist ein Gewinn für euch. Wenn euch das Thema auch gerade bewegt und ihr vielleicht auch Schwierigkeiten habt, in eurem Leben loszulassen, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Ich würde mich freuen, das mit euch teilen zu dürfen. Abonniert doch auch den Kanal für weitere inspirierende Inhalte und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eure Olga.